Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Ein bisschen Heu. Ja, es ist noch ein bisschen Zeit. Was heißt ein bisschen Zeit? Ich bin natürlich wieder urlos. Aber ich glaube, es sind noch ungefähr 5 Minuten. Dann kommt unser neuer Gast. Cori kommt dann, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und ich nutze noch schnell die Zeit und fülle die Heuraufen auf. Ja, unser neues Heulager. Eigentlich haben wir alles in den Scheunen drin, aber wir haben jetzt auf einen Schwung alles geholt, weil es super Qualität ist. Und ja, jetzt haben wir schon überlegt, dass man hier auch super einen Lehrgang machen könnte, weil das könnten so die Sitztribünen sein, so ein bisschen anders. Und da vorne könnte man was erzählen, wie zum Beispiel... Was über Pferde vielleicht. Hallo! Ja, wir haben wieder einen neuen Gastaufruf für Eichneck. Das ist Cori, wie ich gerade erfahren habe, ein ausrangiertes Rennpferd. Und jetzt muss ich einmal fragen, warum seid ihr denn hier? Ja, es ist so, dass mir ein bisschen so die Sicherheit verloren gegangen ist durch die Ereignisse, die sich so die letzten Monate ereignet haben. Das heißt, ich bin einmal runtergefallen, so dass ich Erinnerungslücken hatte und auch erstmal nicht wusste, wo ich bin, welcher Tag ist. Weil die da einen extrem rechts-links-rückwärts-Haken geschlagen hat. Okay, wie lange ist das her? Das war letztes Jahr im September. Okay. Ja, es ging aber wieder, weil ich bin eigentlich ein mutiger Mensch, sag ich jetzt mal. Also ich fahre Motorrad, ich mag Geschwindigkeiten. Okay, deswegen das Rennpferd. Genau, also man sollte sich ja auch wenn ein Rennpferd kaufen, wenn man keine Angst hat vor Geschwindigkeit, sagt man oder schreibt man. Ja. Aber was mich zurückgeworfen hat, war ein Reitunfall, der sich bei uns in der Anlage in der Reithalle, also der da passiert ist, dass ich live gesehen habe, wie meine Reitfreundin halt einen schweren Reitunfall hatte. Und da dieser Tag ein Zufall war, dass wir zusammen in der Halle reiten wollten, hatte ich immer diesen Gedanken, was gewesen wäre, wenn die alleine gewesen wäre. Und das habe ich ein bisschen gemischt mit meinem Unfall. Ach so, okay. Weil bei meinem Unfall war ich nicht alleine. Aber trotzdem, wenn ich alleine gewesen wäre, mitten im Wald. Ja. Und das hat mich alles so ein bisschen verunsichert, dass ich so Ängste bekommen habe. Ich glaube aber auch manchmal, wenn man ein gewisses Alter hat, dass diese Ängste mehr kommen. Wenn man jünger ist, macht man sich keine Gedanken. Das kann ich nur bestätigen, das geht mir ist ähnlich. Dann kam mein zweites Problem. Ich hatte Reitunterricht auch genommen, weil ich eigentlich diese Sache, also ich bin eigentlich ein reiner Freizeitreiter. Ich habe nie richtig reiten gelernt. Ich habe Reiten auf dem Pony gelernt, ohne Sattel und ab im Gelände. Ja. Ich war nie in einer Reitschule oder so. Und ich wollte einfach mit ihr es besser machen als bei meinem ersten Pferd, dass ich diese Gesunderhaltung, also dass die eine Anlehnung geht etc. Eigentlich, sie konnte ja nicht wirklich was und ich konnte nichts. Ja. Und aufgrund dessen habe ich angefangen, Reitunterricht zu nehmen bei uns in der Anlage. Das war eigentlich auch alles ganz gut. Nur irgendwann fing das an, ich hatte dir dieses Video geschickt, die wurde klemmig, die fing an mit dem Schweif zu schlagen, mit dem Kopf zu schlagen, rauf und runter zu schütteln. Und
ich bin ein Gefühlsmensch und habe so gedacht, da stimmt was nicht. Mhm. Also das ganze Prozedere, ja. Physiotherapeut, Zahnarzt da gehabt. Und im Endeffekt, weil diese Befunde eigentlich, da war nichts, bin ich eigentlich zum Entschluss gekommen, dass es der Sattel ist. Und es war auch der Sattel. Wie kann ich denn jetzt weiterhelfen? Also was möchtest du gerne und woran hapert es, dass du das nicht machen kannst? Oder ist es einfach nur ein Rundum-Check? Also es ist ja schon das Problem ist, dass ich anfange, wenn ich jetzt zum Stall fahre, dass ich dann denke, heute reite ich aus, schönes Wetter. Ja. Und dann komme ich, je näher ich komme, oh, heute ist Sonntag, heute sind viele Leute unterwegs. Und ich merke, dass diese Angst oder diese Beklemmung mich daran hindert, so wie früher, Pferd nehmen, Sattel drauf und ins Gelände zu gehen. Ich male mir immer irgendwelche Szenarien aus, wo ich denke, was könnte passieren. Das kann ich sehr gut verstehen. Das haben aber, glaube ich, ganz, ganz viele. Also einschließlich mir. Dann müsste ich jetzt aber, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich Cori und deinen Mann nach Hause schicken und dich hier in die Box tun, oder? Ja, also wir sind ja hier nicht weit weg. Oder? Ja. Ja, genau. Okay, also es ist eigentlich so ein großer Check mit Schwerpunkt. Und an Flatterband selber habe ich jetzt rausgehört, möchtest du nicht so gerne ran, weil du ihre Reaktion nicht abschätzen kannst. Nee, das war eine Warnung eher für dich, wenn du diesen Gurt hier drauflegst. Ach und so, da hängt dieses Band dran. Ja. Was ich noch erwähnen muss, ich habe mir ja einen Christsattel dann gekauft, damit ich überhaupt mit ihr was machen kann, weil die Bestellung dieses Sattels hat über ein halbes Jahr gedauert. Da bin ich auch 2-3 Mal mit ausgeritten und wollte dann auch eine Reitstunde damit machen. Und ich merkte schon diese Energie, die ja auch früher bei dem alten Sattel da war. Immer dieses Zeichen, da staut sich bei der was an. Und an dem Tag ist genau das passiert, was sich die ganze Zeit gefühlt hat. Die ist kerzengerade gestiegen und ich bin dann quasi runter. Okay. Aber ja, es ging mir relativ gut und ich gehöre zu den Leuten, ich gehe da wieder drauf. Ja. Wenn die damals nicht weggelaufen wäre, wäre ich da auch wieder drauf. Ja. Was erwartest du denn selber, was in diesen 3 Tagen passiert? Also, Tage sind ja recht kurz. Ja. Also, was wäre denn so dein Schwerpunkt? Mhm. Was möchtest du gerne nach diesen 3 Tagen tun können? Sagen wir mal so, dieser ganze Umgang, diese Sicherheit wieder mal bekommen, weil, wie ich ja mitbekommen habe, das Gelände ist ja eingezäunt. Mhm. Falls was passieren sollte, kann sie nicht weglaufen. Ja. Also einfach gucken, wie ist die überhaupt? Wie ist sie auch bei dir? Deine persönliche Einschätzung, wie du dieses Pferd erlebst oder wie du sie einschätzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie auch reiten willst, würdest, keine Ahnung. Und dein Feedback halt, wie du sie so siehst. Okay. Dass sie auch giftet in der Box, aber ich habe jetzt schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, in einer anderen Stallanlage macht sie das nicht. Ah, okay. Das ist so eine Art Sicherheit bei uns. Da kann sie, ich sag mal, da fühlt sie sich sicher und sagt dir einfach, geh weg, was willst du? Wie ist sie denn mit anderen Pferden? Ist sie bei anderen Pferden eher so, dass sie, wenn man jetzt zusammen in der Halle reitet und man ist dicht zusammen, dass sie eher... Ja, da legt sie schon mal die Ohren an, ne? So nach dem Motto, ich die Diva kommt. Aber Was kriegt sie derzeit zu fressen? Fressen war ja auch bei ihr so eine Sache. Wie gesagt, sie hatte am Anfang sehr starke Blähungen, Gasungen. Mhm. Und ich bin erstmal mit diesem Magen-Darm-Futter angefangen. Mhm. Durch viele Videos nachgefragt, abgehakt, bin ich auch irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, es reicht langsam hier ein Futter, da ein Futter und bin dann langsam wieder auf das natürliche Futter umgestiegen, den Hafer. Ja.
Sie kriegt jetzt auch Hafer. Im Sommer gebe ich ihr aber weniger. Die kriegt, also jetzt wirst du wahrscheinlich erschrocken sein, die kriegt nur am Tag 1,5 Kilo Hafer. Ach, das ist schon mehr als viele Großpferde, die hierher kommen. Ja, aber bei Raufutter spare ich überhaupt nicht. Also sie ist sonst jetzt in der Box und tagsüber draußen? Oder? Die kommen von morgens bis abends bei uns raus, haben jetzt im Sommer komplette Wiese, kriegen aber auch morgens Raufutter, also Hafer und abends auch. Ja. Die hat auch dann sich mal nicht putzen lassen. Okay. Und dann steht sie auf Stroh oder auf Späne? Oder sie wo? Steht auf Stroh, frisst aber, soweit ich das beurteilen kann, nicht wirklich das Stroh. Du konntest die nicht putzen, geh weg, lass es sein. Ja. Und ich habe dann einen gewissen Rhythmus festgestellt und ich vermute, das ist ihre Rosse dann. Gut, also wenn ich es richtig verstanden habe, war Zahnarzt dran, es ist ein Sattel jetzt für sie da. Der passt, hoffe ich. Das ist meine größte Sorge. Meine auch. Der war teuer. Ja. Ne? Das ist eigentlich ein Maßsattel, so gesehen. Sagen wir mal so, es ist mein alter Sattel. Und die haben mir den neu wiederhergestellt. Nur für meinen Hintern passend. Und jetzt passend für ihre Größe. Okay. Wir müssen also eventuell vorsichtig sein, wenn wir in die Box gehen. Vielleicht. Ja. Und wie ist das auf dem Paddock, wenn sie draußen ist und wir sie holen? Gar nichts. Das geht nur jetzt um Futter, wenn du jetzt vielleicht reingehst. Aber wie, also ich quatsch sie nie, also zu, sondern wenn sie ganz derb ist, gehe ich mit einem Strick rein und schicke sie in eine Ecke. Okay. Und ansonsten, ich bin auch ehrlich, ich nehme sie da nicht für voll, weil da bin ich ehrlich, da hört es auf. Wenn die nach mir schnappen würde, dann wird sie eine Reaktion von mir bekommen. Ja. Sag ich ganz ehrlich. Aber das hat sie noch nie gemacht. Sie hat dann, wo der Sattel dann kam, so aus Frustration in so Stangen gebissen oder in Decken reingebissen, aber sie hat nie nach mir geschnappt. Okay. Ja. Dann weiß ich soweit schon mal alles. Ich denke jetzt auf Vorreiten und sowas können wir verzichten. Ja. Oder würdest du das gerne machen? Ich denke heute sowieso nicht, weil ich erstmal sie ankommen lasse. Alles klar. Ne, sie ist zum Beispiel heute hier eigentlich schon sehr entspannt. Ich kenne sie auch anders. Ja, okay. Ja, die hat die Trainerin, also wenn sie sprechen hätte können, hätte sie gesagt, wer bist du überhaupt? Du hast mir gar nichts zu sagen. Ja. Also sie ist da schon, mich akzeptiert sie mittlerweile, aber es ist so, dass man sie auch in ihre Grenzen weisen musste. Ne? Also die ist am Anfang auch an der Hand gestiegen und so. Ja, aber das, bin ich ehrlich, hat mich überhaupt nicht beeinflusst. So. Okay. Sie kennt mehr das Wort Steh. Du sagst ja Halt. Ja. Weiß ich nicht, ob das eher mit der Tonlage zu tun hat, aber sie kennt. Und wie gesagt, ich achte darauf, wenn ich sage Steh, hat die stehen zu bleiben. Also da bin ich schon. Okay. Und mit dem Lecker musst du aufpassen, nur wenn sie was gut macht. Ja. Wenn du ihr so gibst, fängt die auch an. Ja. Dann lass die Ariane doch mal ihre Erfahrung machen. Ja. Alles gut. Das ist ja nicht die Fingerarbeit. Ja. Hallo Cori. Du siehst ja richtig motiviert aus. Hä? Nee, ne? Manchmal geht die Motivation einfach los, um die Lust zu suchen. Und dann sind sie beide weg. Deine Besitzerin sagt, du darfst nur für besonders gute Leistungen Leckerli haben. Was ist denn besonders gut? Ich finde, Ariane nicht beißen ist schon besonders gut. Und Kopf ins Halfter stecken auch. Mal gucken. Macht sie beides gut, ist es für mich besonders gut. So, gehen wir zurück. Husch, husch. So, komm her. Punkt 1, Kopf ins Halfter. Fein. Gut gemacht.
Punkt 2, du hast mich nicht gebissen. So viel für Arianes Verständnis zur Auslegungssache. Ja, der Kameramann hat gerade auch schon seinen Finger gehoben, weil den Kopf würde ja auch ins Halfter gehen. Da musst selbst du lachen, ne? Und gebissen hat er mich auch noch nicht. Also werde ich wohl gleich einen Haferkeks holen müssen. So, ja, es ist natürlich immer schwierig. Manche Pferde reagieren auf Steh, andere auf Halt. Es kommt ja immer ganz drauf an. Eigentlich ist es auch ganz egal. Wenn ein Pferd wirklich auf den Menschen achtet, glaube ich, ist es egal, was man sagt. Weil wenn ich stehen bleibe, dann hat sie einfach gar nicht loszulaufen oder nicht in meine Richtung zu springen oder sonst was zu machen. Und es ist ganz egal, ob ich Halt sage, stehen lasse, stehen sage, bleib oder was auch immer. Ich bin hier, also hat sie auch hier zu sein. Warum sollte für Cori auch was anderes gelten als für das Kamerateam? Ja, und bei der Cori, da war ich gar nicht so ganz sicher, warum sie letztendlich hier ist. Weil eigentlich geht es eher so ein bisschen, glaube ich, um eine entstandene Furcht der Besitzerin, die halt einfach einen Sturz hatte und auch den Sturz einer guten Freundin beobachtet hat. Ja, und seitdem bürgert sich so ein bisschen die Skepsis ein und das kenne ich sehr gut. Also das ist gar nicht unnormal, aber es war für mich jetzt natürlich schwer herauszukristallisieren, was soll ich jetzt mit dem Pferd tun, damit es für sie besser wird? Hier ist sie sehr empfindlich, wie man sieht. Da, hier sind auch schon Muskellöcher. Ich hoffe nicht, dass es der Sattel ist. Der ist nämlich gerade vermessen worden, wollte ich jetzt gerade sagen, angepasst worden. Ich hoffe, dass vermessen es denn nicht trifft. So, hier verliert sie auch ordentlich Umfang. Das sah gestern noch anders aus. Mal gucken, wie es gleich im Training ist. Sie ist ein ehemaliges Sportpferd, also ein Rennpferd und ist natürlich ganz viel Leistung gewohnt, ganz viel Galopparbeit gewohnt. Und ich glaube einfach, dass ich sie erstmal so ein bisschen in die Richtung bringen muss, dass sie entspannt. Das Putzen gibt mir schon immer so ein bisschen Aufschluss. Hier sind überall so ein bisschen Muskelfaserrisse, so an den bekannten Stellen vorne Richtung Buggelenk. Das sind immer ganz häufige Stellen. Gut, so. Ich gucke jetzt einfach, wo ist sie empfindlich, wo reagiert sie. Und da merke ich schon, dass hinten der Rückenbereich nicht ganz so schön für sie ist. Ah, hier unterm Bauch, mal schauen. Das. Prima. So, und das sind natürlich so Dinge, das hatte die Besitzerin auch gesagt. Wie ist es mit Geräuschen? Wie ist es mit großen Treckern und all sowas? Und wenn man sich die Frage stellt und dann wird da rumgebastelt, nein, zurück, zurück und halt. Dann wird da rumgebastelt und man macht im Vorfeld schon, oh, was passiert jetzt? Dann passiert natürlich auch was. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich kenne sie gar nicht. Ich weiß nicht, was sie macht und was sie nicht macht. Und von daher, halt. Ich merke einfach nur, dass sie ein bisschen respektlos ist. Einfach losläuft, wenn sie will. So ist sie. Ja, Zahnarzt soll letzte Woche da gewesen sein. Das heißt, theoretisch gesehen vermute ich da nichts. Fertig? Super gemacht. Komm her. Ja, du bist da. Schnüffel mal. Das kann man hier lassen. Ja. Pappelapapp ist das. Ja, ich will doch nur gucken. Ich will doch nur gucken. So ist es, klasse. Ja. Hm?
Das soll ja immer so sein. Es kommt immer so, ja, es wird gesagt, Geräusche, Landmaschinen sind so eine Sache. Und jetzt möchte ich hier gerne entspannt was machen. Und man hört nur, wie unser Bob da hinten läuft. Ja, wahrscheinlich soll es mir gleich Aufschluss geben. Auf Hof Eicheneck wird halt alles dafür getan, seine Gäste aus der Reserve zu locken. So, die ersten Zähne fühlen sich relativ rund an. Sie möchte trotzdem nicht, dass man ihr da reinfasst. Es kann aber auch einfach sein, ja, weil sie das jetzt nicht will. Ich werde das nach der Arbeit nochmal probieren, wenn sie so ein bisschen gelaufen ist, ein bisschen Energie verloren hat. So ist toll, 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 toll. Halt. Und halt. So ist schön. Klasse. Ja. So, sie soll auch gut steigen können, wenn sie was nicht möchte. Muss man also immer so ein bisschen aufpassen lassen. Wenn ich jetzt hier oben ganz leicht hochpalpiere, merkt man, das mag sie nicht Richtung Kiefergelenk. Man sieht auch das Schnappeln vorne. So ist schön. Ja, und da hat die Besitzerin schon richtig was geschafft mit der Kori. Weil ein Rennpferd zu übernehmen, was nicht umtrainiert wird als Reitpferd und man das selber macht, das ist schon wirklich eine Herausforderung. Ja, wie soll ich anfangen? Eigentlich habe ich ein Riesenproblem, weil ich mag es gar nicht mehr sagen. Ich mag es wirklich nicht sagen. Die Polsterung fängt zwar weit oben an, aber irgendwie ist hier gar keine Auflagefläche, also gar nicht. Das heißt, der Sattel, der wird durchs Gurten runtergedrückt und hier wird gar kein Druck abgenommen, gar nicht. Das heißt also, die Druckverteilung findet dann irgendwo hier hinten statt. Auf dieser Seite ist allerdings rechts eine Brücke und hinten kriege ich meine Hände kaum durch und man sieht, ich ziehe den Sattel mit und wenn ich durchgehe, plopp, fällt er zurück. Auf der linken Seite ist keine Brücke, da ist konstant so ein fester Druck wie hier. Und dadurch, dass oben keine Auflage ist und alles hier unten getragen wird, durch das Gurten rangedrückt wird, kann man jetzt schon sehen, und ich mache nicht viel Druck, hängt sich das hier hinter das Schulterblatt und blockiert. Ich finde es richtig, richtig schlimm. Richtig schlimm, du auch, ne? Und meine Erfahrung ist, ich kann hier oben auf der Schulter eine tragende Last draufsetzen. Aber da, wo sich was bewegen soll, da darf ich nicht den Druck hinpacken. Und wenn ich mir jetzt überlege, tiefster Punkt ist der tiefste Punkt des Sattels. Der tiefste Punkt des Sattels ist aber nicht der Hauptbelastungspunkt auf dem Pferderücken. Der ist da, wo die Sitzbeinhöcker sind. So, dieser Sattel hier sieht mir jetzt ganz neu bezogen aus. Man kann hier so ein ganz bisschen Schattierungen erahnen. Hier würden also die Sitzbeinhöcker sein. Ja. Hier hinten ist Hauptbelastungspunkt, wo der Reiter mit seinem Gewicht sitzt. Gehe ich jetzt die letzte Rippe hoch, sitze ich genau auf BWK 18, sogar schon im Übergang zur Lendenwirbelsäule. Und wenn ich mir diesen Pferderücken angucke, dann ist der jetzt, der ist nicht der längste, aber es gibt deutlich kürzere Rücken, wo man passende Sättel drauf passen kann. Diesen Sattel finde ich jetzt A von der Länge her gar nicht passend. Und zum Zweiten auf der rechten Seite eine Brücke. Ganz viel Belastungspunkt hinten. Vorne ist überhaupt gar keine Belastung. Das heißt, sie trägt quasi die meiste Last von hier
bis hier und hier vorne die Stützpfeiler werden gar nicht mit beachtet. Das heißt, man sitzt mit seinem ganzen Gewicht auf in diesem Bereich, wo leider kein Stützpfeiler ist, sondern hier müssen wir Reiter dafür sorgen, ein fünftes Bein zu konstruieren. Und das haben wir durch Vorwärts-Abwärts-Reiten. Vorwärts-Abwärts-Reiten heißt für mich nicht Kopf in Dehnungshaltung. Vorwärts-Abwärts-Reiten heißt für mich Kopf in Dehnungshaltung und aktiv untertretende Hinterhand, damit ich von vorne Spannung aufbaue in die Tiefe und von hinten aber auch einen Spannungsbogen entgegensetze. Und wenn ich auf beiden Seiten ziehe, dann kommt das in der Mitte hoch. Ist eigentlich ein ganz logisches Bild. Vielleicht sollten einige Sattelhersteller nicht nur mal über den Tellerrand schauen, um zu sehen, ob es Nachtisch gibt. Ein nettes doppelt gebrochenes. Es ist von Ombra, die draußen steht. Und das mittlere Gelenk ist schon fast so groß wie die seitlichen. Also, dass das auf der Lade wehtut, das würde ich mal jetzt zu 98% vermuten. Ein ganz teures Gebiss. Und ich frage mich auch hier, warum braucht man so viele verschiedene Gebisse? Warum nimmt man nicht einfach ein einfach gebrochenes Gebiss mit ein bisschen anatomischer Form? Ich persönlich finde sogar es total toll, wenn es zum Beispiel Schenkeltrensen sind. Bin ich überhaupt gar kein Gegner von. Die liegen ruhig im Maul. Und ich glaube, kein Reiter kann von sich behaupten, dass er zu 100% unabhängig von der Hand ist, egal was für ein Leistungsstand. Ja, das ist die Trense von Cori. Cori hat auch ein doppelt gebrochenes Gebiss drin. Ich werde das jetzt umtauschen gegen Schenkeltrense. Und das ist ja auch schon etwas, was halt einfach Sicherheit bringt und was die Besitzerin, glaube ich, so wie ich es rausgehört habe, auch wieder haben muss. Einfach Vertrauen. Und Vertrauen bekommt man, indem man merkt, es funktioniert was. Oder das Pferd achtet auf einen. Und dann kommt es darauf an, wie dieses Erschrecken aussieht, in was für einem Maße. Und wenn man da wirklich nicht drauf gefasst ist, was man ja in den meisten Fällen nicht ist, ja, dann bleibt man entweder oben oder man ist unten. Das kann man einfach ja auch nicht ausschließen beim Reiten. Und wenn das dann halt drinne bleibt im Kopf, denn es ist, denke ich, immer schwierig, neutral zu sein. Fein, ach, bist du fein. Oi, so eine schöne. Besondere Leistung, besondere Belohnung. Ne? Ja, und ich glaube, wenn man wirklich als Reiterin das merkt oder auch als Reiter, dann hilft es wirklich nur, eigene Kopfarbeit zu machen. Also das Pferd hilft natürlich mit, keine Frage. Aber man muss halt selber sich einige Sachen im Kopf zurechtlegen. Und ja, ich erlebe viele Angstreiter, wo sich einfach immer, die gehen motiviert zum Pferd und sagen, jo, jetzt mache ich's. Und umso näher das Pferd kommt, umso schwieriger werden die Umstände. Dann ist es ein bisschen Wind oder dummerweise fängt es gerade an zu regnen oder ja, das Pferd hat beim vor einer Wiese holen die Ohren doch ein bisschen mehr hinten gehabt als am Tag vorher. Also das eigene Gehirn vermutet dann schon wirklich ganz viele Absurditäten einfach, sodass man das dann schon wieder alles verwirft. Und ich glaube, da heißt es wirklich ganz viel Kopfarbeit selber zu machen, sich selber zu überlisten und sich Gründe zu suchen, dass es blödsinnig ist, es heute nicht zu machen. Und ich glaube, da hat jeder so seine, ja, seine Möglichkeiten. So, und ganz ehrlich, wenn man denn wirklich Angst hat, vorm Aufsteigen, vorm Reiten, dann ist das vielleicht auch einfach nur ein Grund, dass man sagt, ach, ich mache einfach Bodenarbeit. Und damit man nicht doof angeguckt wird, weil man nur Bodenarbeit macht, passiert ja ganz oft, sagt man sich, mein Pferd kann man nicht reiten, weil
Weil dann hat man einen Grund. Davon gibt es auch welche. Ob das nun hier zutrifft, weiß ich nicht. Vermute ich auch nicht. Aber gibt es. So, ich kenne so viele Menschen, Pferdebesitzer, die wirklich ein Pferd haben, weil sie es lieben, mit dem Pferd einfach zu arbeiten, es zu putzen, die Aufgabe zu haben, es zu pflegen. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Es muss doch nicht alles ans Reiten gebunden sein. Wenn man sich aber ein Pferd holt, weil man reiten möchte, dann ist das natürlich nicht befriedigend. So, und andersrum sehe ich das auch so. Wenn ich nicht unbedingt reiten will und ich mache gerne Bodenarbeit, warum nicht? Soll doch jeder so, wie er gerne möchte. Urbla, was passiert, wenn ich jetzt gurte? Da soll sie, glaube ich, auch schnappen, wenn ich das recht im Kopf habe. Oder in Decken beißen, in Stricke beißen. Sie ist jetzt ja schon ein bisschen dünner geworden. Vielleicht ist es das ja schon. Wäre ja toll. Ich merke nur nichts. Ja. Kriegst du hin abbeißen oder soll ich die klein brechen? Super. Und halt. Guck mal, haben wir heute schon gleich Gelassenheitstraining, während wir das erste Mal Doppellonge machen. Besser kann es ja gar nicht laufen. Ich hoffe, der braucht noch ein bisschen länger, unser Bob-Mediziner. Bob-Reparierer. Also ist schön. Fein, na komm. Schauen wir mal, ne, was du so machst. Ja, da oben ist schon ein bisschen gruselig, ne? Ja. So, und das alles Vorbereitung. Wenn sie Halt macht an der Doppellonge, dann kriegt sie was. Sie soll lernen, immer wenn ich komme, kriegt sie was. Im Umkehrschluss heißt das also, wenn Ariane ankommt, dann ist das eine besondere Leistung. So, weil das sind doch alles Sachen. Jetzt kann ich erkennen, was macht sie, wenn man im Gelände ist, wenn neue Dinge kommen. Es wird jetzt nicht anders sein, wenn ich da jetzt hochgehen möchte. Ei, toll. Klasse. So, man merkt, da oben baut sie Spannung auf. Aber sie ist noch hier händelbar. Ich gucke einfach mal, was passiert. Ich greife noch gar nicht groß ein. Sondern schau mal einfach, ob sie mich denn hier einfach respektlos umläuft. Eif! Das war ja schon mal ganz gut zum Gucken. Schön. Aber sie hat auch gesehen, dass ich hier stehe, eben zumindest. Und das finde ich toll. So toll machst du das. Hopp! So, und ich gucke jetzt einfach mal, wenn ich sie hier beschäftige mit irgendwelchen Dingen, dass sie hier bei mir sein muss, nicht so viel Zeit hat, sich mit der Außenwelt zu beschäftigen, ob es dann besser wird. Komm! So, und gerade hier in den Ecken, wo sie ein bisschen gucken will, mache ich einfach mal vorsorglich hier von mir aus ein bisschen mehr Tempo. Hopp, hopp! Hopp, hopp! Ja! So, und da sieht man, der Hintern kommt hier immer in meine Richtung. Ja, fein, komm. Hopp, hopp, hopp. So, schön. So, dass sie überhaupt erstmal läuft. Komm, komm, komm. Das Gebiss ist ein bisschen zu groß für sie hier. Das sieht man an der Seite. Aber Richtung Pferde wird sie denn hier auch ein bisschen, komm. Ein bisschen starrer im Hals. Das kennen wir aber schon von anderen Pferden. Ich denke, das gibt sich gleich. Hopp. Super. Und wie man sieht, ich schwinge immer ab und zu mal die Leine hier an ihrem Bauch, um sie einfach schon so ein bisschen dran zu gewöhnen, dass da gleich was schrubbelt an ihrer Seite. Ich merke schon, der Hals streckt sich schon leicht. Fühlt sich hier, 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 hier. Jetzt mal eine Runde selber ihr Tempo laufen. Gucke, ob sie dann wieder ihren Haken einbaut, wenn ich mal nicht vorwärts treibe.
Sie guckt definitiv dann nach außen, guckt sich alles an. Hopp, 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 hopp. So. So, wenn das Gebiss hier innen an der Seite rauskommt, dann ist es, weil sie nach außen guckt, so wie es jetzt gleich passieren wird, da. Ja, super. Komm, weiter geht's. Ja, also, dass da kein wirkliches Umtrainieren an Reiterhilfen stattgefunden hat, das merke ich hier ganz deutlich. Sie weiß gar nicht so wirklich, was ich möchte. Und halt. Ah, toll, klasse. Super gemacht. Das sind denn so Sachen, die wären natürlich für jemanden, der jetzt ausreiten möchte, wären das denn wirklich Probleme, wenn die Kommunikation nicht so richtig stattfindet, weil das Pferd auch nicht reagiert oder auch nicht gelernt hat zu reagieren. Ist das natürlich schwierig. So, jetzt kriege ich gleich ein bisschen Aufschluss, wie sie den Zügel wirklich findet, wenn man drauf sitzt und ihn zum Beispiel annimmt. Es ist immer eine ganz große Hilfe. Ich kann jetzt auch merken, wie reagiert sie jetzt auf die innere Hand, wie reagiert sie auf die äußere Hand. Stehenbleiber umdrehen vermute ich jetzt eher oben in der Baumecke. Als jetzt zum Beispiel, wenn wir hier runterkommen, ist für mich auch immer ein Aufschluss, dass es immer nur wahrscheinlich da passiert, wo es irgendwas zu gucken gibt, wo man nicht hin will, aber nicht in die Richtung, wo jetzt zum Beispiel die Pferde lauern. Komm. Fein, hast du gut gemacht. Da sieht man schon, sie ist wirklich hart. Ich ziehe jetzt hier nicht, ich halte einfach nur so ein ganz bisschen die Verbindung innen. So, und wenn sie anfängt zu kauen oder das Maul zu öffnen, den Hals ein bisschen weich zu machen, gebe ich halt nach. Komm. So, sie soll lernen, dass sie vorwärts gehen kann, dass sie ruhig an das Gebiss vorne rangehen kann. Komm. Ja, gut, so, komm. Oh. Und immer wenn es ein bisschen schneller wird und sie vermutet, dass es gleich in Galopp geht, kann man sehen, wird der Hals ganz hoch genommen. Der Kopf wird geschüttelt. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ja, toll. Lupier einfach mal ein paar Mal an. Und Galopp. Hopp. Fein und Girab. Hopp, hopp. Super. Und Galopp. Hopp. Komm. Komm. Super. Und Tirab. Hier, komm, ich will nicht so doll hier sein. Gut. So, ich gehe einfach ein bisschen mit. Ich merke, dass für Galopp ist die Längsbiegung für sie einfach zu stark. Das heißt, ich bin so ein ganz bisschen weicher. Und gewähre ihr so ein bisschen mehr Platz. Fein. Bis sie es rausgefunden hat. So, komm, nochmal. Hopp. Und Galopp. Und Tirab. Fein. So, ich spiele einfach ein bisschen einseitigen Wegweiser. Toll. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Super, und Tirab, klasse. Hopp. So, was hier wirklich auffällt, ist, dass der Rücken relativ ja durchhängt in den ganzen Bewegungsmustern. Das heißt, wenn man mal wirklich guckt im Galopp, ist sie so ein bisschen seitlich verschoben. Der Rücken bleibt immer unten, da schiebt nichts durch. Hopp. Und Galopp. Hopp. Hopp, hopp. Und wer in Zukunft über neue Filme von Hof Eicheneck informiert werden möchte, der braucht einfach nur den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Hopp, hopp, hopp. Hopp.
Und tirap. So, dieses Kopfschlagen können natürlich viele Sachen sein. Es können Erinnerungen sein. Es kann aber auch Kiefergelenk war ja eben schmerzempfindlich, was ich gleich noch mal nachgucken werde. Kann natürlich auch noch was sein. Hopp. So. Ich probiere mal was aus. Ich lasse sie mal so entspannt im Trab. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ausartet. Komm her, komm, du kannst ruhig gehen. Hopp. Komm. Hopp. Tirap. Hopp. Uschi, uschi. So ist schön. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Cori bremst auf jeden Fall schon mal nicht für Kameraleute. Kein Problem jetzt hier hinter der Hinterhand. Richtig, richtig toll. Das Einzige sind wirklich ihre Rückwehr. Na, was ist, willst du mal gucken? Na, das ist aber mal eine komische Kutsche. Mal gucken. Komm her. Wir machen einen Probedurchlauf. Bitteschön. Toll. Klasse. Erste Prüfung bestanden. Ariane kommt an und das Leckerli wird genommen. So, komm. Hoppi, hoppi. So. Hopp. Nee, 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 komm. Und Schiret. Komm. Ja, komm. Da lang. Fein. Komm. Super gemacht. Ja, das ist quasi wie alleine ausreiten. Sie müssen alleine vorwärts gehen. Hopp, hopp. Ja, fein. Hopp, hopp. Sie muss jetzt erstmal mitkriegen, dass ich mitgehe, aber halt hier hinten. Komm. Hoppi, hoppi. Super. Wenn man mit ihr einfach auf neue Sachen zugeht. Vorwärts, vorwärts, fein. Vorwärts gehen muss ich belohnen. Komm. Ja, da geht's weiter. Komm. Und vor. Und vor. Prima, klasse. Komm. Seitwärts gehen kann sie auch schon. Komm. So, und ich benutze jetzt keine Gerte, weil für Ungeübte, es ist ja jetzt kein Doppellongen-Lernen, sondern es sind wirklich Umwege, wie Pferdebesitzer mit ihrem Pferd etwas machen können. Und deswegen müssen die Pferde das einfach lernen mit diesen Mitteln. So, und sie weiß jetzt, was ich will. Sie will einfach nicht vorwärts gehen. Jetzt gehe ich gleich nochmal da drauf zu. So, und das Schwierige ist eigentlich, dass man die Longe auch zum Vorwärtstreiben benutzt, aber in dem Moment die Hand vorgibt, dass man nicht gleichzeitig vorne zieht. Hopp, hopp. So, sie möchte da nicht hin. Eben wollte sie es zumindest nicht. Sie möchte wieder zum Ausgang. Weiter. Jawohl, klasse, super Mäuschen, fein. Ja, geh schön vorweg. Wir gehen nicht die ganze Runde, Süße. Ich möchte nur gucken, was du machst. Nicht viel, aber das geht auf jeden Fall schneller. Super, 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 ja. Super gemacht. Klasse. Mensch, toll machst du das. Tolles Mädchen. Guck mal, hier ist auch wieder Wasser drin. Super. So, sie hatte eben beim Wasser, sie geht dann so ein bisschen wie abgeschaltet und plötzlich
sieht sie was und erschreckt sich in sich. Und ich glaube, wenn man sie einfach hier vorne im Maul immer ein bisschen beschäftigt, ein bisschen bei sich hat, ich glaube, dann wären diese Umdreher gar nicht so doll. Und halt. Super. So schön, warte. Klasse. Und halt. Astrein gemacht. Super. Klasse, klasse, klasse. Mensch, Mensch, Mensch. Was bist du denn für eine Tolle? Hier. Ich hoffe, das zählt zu besonderen Leistungen. Ich würde sagen, ja. Ganz toll. Ja. Ja, ganz, ganz toll. Ganz aufmerksam, na klar. Aber es ist jetzt nicht so, also wäre sie wirklich jetzt schreckhaft, hätte sie mich ausboten wollen, dann hätte sie die Baumstämme genommen, sie hätte die anderen Pferde genommen. Unten die Kurve, wo man den Blick auf mehrere Gewässer hat. Und sie hat sich wirklich den Weg zwischen den Gewässern ausgesucht. Komm her, ich gucke, wo sie ist. Zwischen den Gewässern ausgesucht und war dann genau dazwischen und hat dann, glaube ich, ihren Schatten, ihr Spiegelbild oder die Wasseroberfläche gesehen. Und war dann einmal, oh, und dann war aber auch wieder gut. So, wo ist sie? So, wo muss ich sie? Da stehen. Geht so? Na siehste, geh du mal ein bisschen Heu mümmeln. Was hältst du davon, Cori? Ja, geh du mal ein bisschen mümmeln. Heute Morgen sah das auch noch anders aus. Und gestern kam Vicky rein, die ist wirklich hier nur durch die Stallgasse gegangen, um ein Foto zu machen für die Besitzerin. Und sie sagt, boah, was ist denn das erste Pferd für eins? Das giftet ja hier über die Tür. Da hat sie sich gar nicht rangetraut. Es ist immer ganz witzig, Cori steht total gerne da so über die Tür, total entspannt. Und wenn ich da jetzt hingehe, dann checkt sie erstmal ab, ob ich was habe. Wenn ich nichts habe, legt sie die Ohren an. Ich kann mir aber auch vorstellen, sie ist ja ein Rennpferd gewesen. Ich weiß nicht genau, wie ein Training für Rennpferde aussieht, aber in den Startboxen zum Beispiel stehen vorne auch immer Personen. Und das ist ja Spannung pur, wo die sich dann einfach sammeln und rausschießen müssen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Dinge gibt, die einfach ähnlich sind und wo sie diese Muster einfach abruft und das gar nicht jetzt böse meint oder dominant meint. Und ich glaube, so ist es auch. Sie wurde nicht umtrainiert zum Reitpferd. Und das macht das Ganze, glaube ich, schwierig, weil halt die Kommunikation gar nicht so richtig da ist. Ja. So, und sie ist dann wirklich ganz irritiert. Sie bleibt stehen, sie geht widerwillig zurück. Vorhin wusste sie, wenn sie zurückgeht, kriegt sie was und hat gleich wieder die Ohren nach vorne gemacht. Sind jetzt, glaube ich, 2 Stunden vergangen. Vielleicht hat sie auch ein Kurzzeitgedächtnis. Ich mache es einfach nochmal. Okay? Im schlimmsten Fall hat sie Falkos Gedächtnis. Was man immer sieht, was man jetzt häufig sieht, das habe ich vorhin auch schon an der Doppellonge gesehen, ist, dass sie immer, wenn sie auf der rechten Hand war, hat sie sich mehr erschrocken. Also diese extremen Sprünge zur Seite oder dieses Erstarren war, wenn sie von links etwas gesehen hat. Und das war auf dem Crosstrail auch so. Sie hat das Wasser von links gesehen und ist nach rechts gesprungen. Jetzt eben gerade habe ich sie ja weggeschickt. Sie wollte es nicht machen. Ich habe es ein bisschen massiver gemacht, bin aber von ihrer linken Seite gekommen. Und sie hat es irgendwie gesehen, hat sich erschrocken und hat sofort so ein bisschen wie Falco oder auch wie andere Pferde, die nicht ganz so gut gucken können oder die so ganz leichte Headshaker-Symptome haben. Also dieses Irritierte und dieses, was passiert jetzt,
hatte sie eben auch. Und das hatte ich bei der Doppellonge schon in Vermutung, dass das vielleicht wirklich was mit Reflexion zu tun hat oder mit etwas, was sie sieht oder nicht so richtig sieht. Und da bin ich jetzt gespannt, wie es jetzt ist. Vorhin konnten wir uns beschnuppern. Jetzt versuche ich mal einen Schritt weiter zu gehen und dann mal schauen. Aber ja, ich habe was. Was ist los? Komm her. Wobbla. Toll. Na, also sie legt schon die Ohren an. Sie gibt so ein bisschen so das Gefühl, fass mich nicht an. Ich mag das nicht. Bitteschön. Ja, fein. So, aber sie ist komisch hier, wenn man an den Kopf kommt. Das hatten wir ja vorhin schon. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ne? Jetzt kaut sie auch und man sieht, sie ist hier vorne ganz, ganz empfindlich. Geht weg. Und wenn ich von der linken Seite komme, ist es noch schlimmer. Würde ich dann wirklich mal noch mal reinschauen lassen, einfach was im oberen Bereich ist, weil es hat ja auch beim Check im Maul auch so einige Hinweise gegeben, aber dadurch, dass die ersten Backenzähne relativ rund sind, sind das dann natürlich immer so Sachen, wo man denkt, okay, da war mal jemand bei. Aber wie es jetzt natürlich nach oben aussieht, ist jetzt fraglich. So, und wenn man so kopfscheu ist, in dem Sinne, dass man sich da nicht anfassen lassen möchte, ist das natürlich auch immer eine Sache. Fein. So, darf ich jetzt hier vorne bei? Lässt ihr mich da einmal gucken? Lässt ihr mich einmal gucken, bitte? Bitte. Nur einmal gucken lassen. Nur einmal gucken. Okay, einmal gucken. Da sieht man, da zieht sie hier gleich ein. Komm mal her. Ja, ich will doch nur. So, ist ganz viel Speichel. Ja, lass mich nur Schneidezähne gucken, bitte. Dann kann ich ein bisschen was machen. Guck, ganz vorsichtig bin ich, ganz vorsichtig. Ja, Vicky hatte gerade eine tolle Idee, weil ich ihr erzählt habe, dass ich ein bisschen schockiert bin über einige Sattelmodelle. Und auch der Sattel von ihr, haben wir ja vorhin gesehen, sollte angepasst sein. Und ich frage mich immer, also sie ist ja jetzt kein Pferd, was irgendwie extrem kurz ist, extrem dick oder dünn, sondern ich würde sagen, es ist ein normales Pferd. So, und wenn ich dann sehe, dass der Schwerpunkt von dem Reiter bei einem normalen Pferd bei Brustwirbelkörper 18 sogar schon in L1 geht, dann frage ich mich immer, wenn diese Sättel hergestellt wären, für welche Pferderücken wären die denn hergestellt? Wenn diese Sättel für die normalen Pferde hier, die ich jetzt hier kenne, sind ja einige, einfach schon zu lang sind. Gibt es denn irgendwo längere Rücken, für die diese Sättel hergestellt werden, oder ist das vielleicht absolut eine Fehlkonstruktion? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt wirklich mal meinen Sattel drauflegen. Der hat 17,5 Zoll, also ein normaler Sattel, und möchte mal gucken, wo der Schwerpunkt des Reiters bei meinem Sattel auf dem Pferderücken liegt. So ist schön. So, hier ungefähr sind meine Sitzbeinhöcker. Sieht man immer ganz schön, wo das Gripmuster ist. Hier. Schiebe den Sattel mal nach vorne, gehe hoch, hier sitze ich. Das ist ungefähr dem Bereich, den ich sogar vorhin gesagt habe. Ich gehe letzte Rippe hoch, ich sitze also deutlich vor Brustwirbelkörper 18, heißt vollkommen in Ordnung. Normaler 17,5er Sattel, ihr eigener Sattel, da sitze ich hier hinten. Also das ist für mich wirklich ein Rätsel. Und wenn ich jetzt ganz fies bin, ich habe einige, also große Marken, wo ich wirklich gesagt habe, lasst uns zusammen einen Sattel konstruieren. Ich habe hier ein Modell, das stört fast alle Pferde, die hierher kommen, gar nicht. Also fast alle Pferde, die hierher kommen, kann ich mit diesem Sattel arbeiten und sie zeigen keine Probleme darunter.
auch wenn er nicht hundertprozentig korrekt passt, trotzdem stört er die Pferde nicht. Und die Antwort, die ich darauf kriege, ist, wir wollen einzigartige Sättel bauen. Wir wollen die Sonderklasse machen. Und da frage ich mich wirklich, was ist denn einzigartig? Ich finde diesen Sattel einzigartig, weil ich den so vielseitig einsetzen kann. Na, aber jetzt kriegt sie ja hinten auch ein bisschen Druck. Oh, fein! Ja, juppi, juppi, juppi. Kannst ein bisschen was dabei kauen. Was hältst du davon? So, ich mache das immer ganz gerne, wenn sowas ist, weil die Pferde einfach über das Kauen ja auch Luft ablassen oder halt auch einfach beschäftigt sind. Und häufig gibt es dann gar keine Probleme. Und ich merke jetzt hier gerade gar nichts. Interessant, hier kann ich so drunter weg. Er ist viel kürzer als ihr eigener Sattel. Hier vorne, er ist jetzt gegurtet, liegt er im gegurteten Zustand, kriege ich hier auch nirgendwo Druck. Hier kann ich drunter wegfahren. So, hier komme ich auch wunderbar drunter weg. Hier gibt es überhaupt gar nichts. Also ganz fein. So, und wenn ich mir den jetzt mal angucke, den Sattel, dann liegt der sogar auch noch in der Waagerechten. Jetzt weiß ich nicht, was ist so schwer daran, wenn ich sage, ich möchte diesen Sattel haben, machen Sie den ein bisschen hübscher, machen Sie ein anderes Leder drauf, was ein bisschen süffiger ist, ein bisschen weicher ist, was einladend für den Reiter ist. Aber das Ganze und die ganze Unterkonstruktion soll so bleiben. Und das wollen Hersteller nicht. Das ist echt ein Ding, ne? Ich kann das überhaupt gar nicht fassen. Ja, es tut mir richtig leid, weil diesen Sattel gibt es nicht mehr. Ich versuche schon, welche zu finden, weil ich mir sage, ich brauche ja auch irgendwann vielleicht noch mal einen. Für Vicky konnte ich jetzt noch das gleiche Modell ergattern. Die sind natürlich neu, nicht so wie meiner, der schon wirklich 12 Jahre geritten wird. Aber trotzdem ist das Modell ja gleich. Ja, guck, den kennst du schon, ne? Der ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt müssen wir noch gucken, ob der Sattel nach vorne rutscht oder nicht. Das Thema hatten wir ja vorhin schon, ne? Hintenrum hatten wir schon. Ich hatte nur leider keine treibende Hilfe. So, und was hier wirklich erschwerend hinzukommt, ist, dass halt einfach die Zügelhilfen gar nicht so richtig verstanden werden. Oh, toll, klasse! Weil wenn ich innen annehme, ist erstmal wirklich fest. Ein festes Genick, ein festes Maul, sie geht einfach weiter. Und das sind so Sachen, die würde ich dann halt einfach, glaube ich, wenn ich sie in Ausbildung als Ausbilderin hätte, dann würde ich ihr sowas einfach beibringen. Weil was denn hier am Boden nicht funktioniert, ist natürlich, wenn man drauf sitzt, noch viel schwieriger. Und ich gucke jetzt einfach mal, wann sie abfällt. Also nicht der Kopf und auch nicht sie, sondern wann sie einfach im Genick weich wird. Hopp, hopp. Und trotzdem draußen bleiben. Trotzdem draußen bleiben. Trotzdem draußen bleiben. Ja, fein, gut so, klasse. Draußen bleiben, ja, fein, gut gemacht. So, und ich möchte ganz gerne, dass sie hier, wenn ich auf ihre Schulter zugehe, dass sie dann wirklich hier ein bisschen nach außen driftet von der Schulter her. So, ich gehe wieder auf sie zu, nehme sie mir hier innen an, fein. Da hat sie jetzt einmal richtig schön weich gemacht. Toll. So, und ich glaube, wenn sowas geklärt ist, dann kann man auch wirklich im Gelände, wenn komische Situationen kommen, hat man einfach eine andere Kontrolle und es ist alles viel einfacher. So, jetzt habe ich den Zügel leicht anstehen, sieht man auch.
So, und ich sage jetzt, komm, bieg dich raus, bieg dich raus. Ja, fein. Bieg dich raus. So. So, und jetzt soll sie ausprobieren. Ausprobieren, Mensch, wie werde ich das denn los hier? Wie kann ich das denn angenehm da vorne innen am Maulwinkel haben? Da hat sie einmal gelöst. So, ich spiele ganz leicht Wegweiser. Man sieht, außen hängt durch. Innen habe ich leicht anstehend. Ganz leicht. Jetzt mache ich das Gleiche hier auf der Hand. Auch im Trab. Dass ich mir hier wirklich sage, so, ich lasse hier anstehen. Sie zieht in die Tiefe. Das ist vollkommen in Ordnung. Reicht mir aber nicht. Ich möchte, ja toll. Ich möchte, dass sie hier nach innen weich wird. Sogar ein bisschen rausdriftet. Toll. Ein bisschen Längsbiegung macht, was ihr ganz schwer fällt. Das wäre super. So, ist sie fein. Gut, so. Und in dem Moment, wo sie das macht, was ich möchte, super, lasse ich sie kurz in Ruhe. Ja, fein. Klasse. Super. Ja. Prima machst du das. Ganz, ganz angenehmes Pferdchen, ne? Ja, ganz angenehm machst du das. Richtig, richtig toll. So, hinaus. Muss ich ihr erst hier auch nochmal zeigen, was ich möchte. Ja, fein, toll, klasse. Hinaus, nicht kleiner machen. So, da merkt man schon, da bricht die eher ein bisschen so über die Schulter aus. Aber auch die Hinterhand kommt hier wieder reingeschoben. So, da gucke ich mal, ob ich die hier auch nach außen kriege, indem ich ihr das einfach sage, was ich hier möchte. Ja, fein! Super! Komm. So, und da sieht man richtig, dass sie da fest ist. Ich ziehe gar nicht, aber sie hält voll gegen. Und sobald sie weich macht, gebe ich auch nach. So, muss sie hier auch lernen. Super. Klasse. Ich nehme sie mir wieder neu. Warte wieder. Hopp, hopp. Fein. Gut gemacht. Hopp. Super. Klasse. Ei, toll, 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 toll. So, und für mich ist es jetzt auch gar nicht schlimm, dass sie danach sofort wieder, wenn ich nachgebe, sofort wieder den Kopf hoch macht, weil das muss sie ja auch erstmal begreifen. Hopp, hopp, super! Klasse! Das sind doch tolle Anfänge! Hopp, hopp! Für Falco ist das alles Kinderkram. Das kann man ganz anders machen. Ich mache noch einmal eine Trabtour, einseitiger Wegweiser und dann geht es über den Crosstrail. Vicky wartet schon, steht in den Startlöchern, weil die wird sich einfach überall hinstellen und ihr eine Möhre geben. Super, so. Na komm, mein Mädchen, komm. Ja, ja. Was ist da los? Jetzt denkst du sollst galoppieren, sollst du gar nicht. Fein, sie überlegt schon wieder. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Nee, geh mal weiter. So, sodass sie einfach lernt, wenn ich annehme, fein. Löst sie einfach den Druck, indem sie nachgibt. Wo, wie rum gehst du denn? In die Richtung. Ach so, kannst du einmal, bevor wir losstarten, mal kurz Fliegenspray auf eine Bürste machen. Ja. Also Fliegenspray mitbringen und eine Bürste am besten. Hinter den Ohren,
der Muskel hinterm Genickstück, der da rauskommt, der ist richtig stramm. Und von daher kann ich mir wirklich vorstellen, dass das für sie schon eine Dehnungsposition ist, die natürlich, wenn man weiß, wie sich eine Dehnung anfühlt, nicht ganz angenehm ist. Ne? Machst du einfach was auf die Bürste. Ich glaube, das findet sie nicht so schlimm, glaube ich. Aber wenn das so auf ihre Haut kommt, ne? Und auch das finde ich jetzt richtig, richtig toll, dass sie hier einfach steht an der Doppellonge, nichts macht. Was ich noch ein bisschen absprechen muss, das können wir nachher mal zeigen, ist, dass der Trensenzaum nicht optimal für sie ist. Mal gucken, ob du dir was behalten hast von vorhin. Scheret. Sehr gut. Komm. So, wir wollen hier rum. Das hat ja vorhin wirklich noch gar nicht gut geklappt. Da war sie mit der Lenkung doch noch relativ stur, auch mit dem Vorwärtsgehen. Und das klappt jetzt. Ich nehme sie hier jetzt links an. Hat das eben jetzt schon richtig was gebracht? Fein, mein Mädchen. Komm. Klasse, Vicky läuft da gerade. Das sind so auf dem Video so Situationen, wo ein Pferd gelaufen ist und sie auf den Hacken kehrt gemacht hat. Ich will mal schauen. Toll, 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 toll. So eine feine. Ja, ja, ja. Toll. Klasse, mein Mädchen. Super. Richtig, richtig toll. Oh, was für einen tollen Schritt die hat. Den versuchen wir jetzt mal die Teichrunde. Ich hoffe, dass wir nicht im Teich landen. Willst du da durchgehen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Nee, 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 nee. Okay, gehen wir da hoch. Fein. Ja, komm, wir gehen da runter. So, da ist ein Schlauch. Ich bin gespannt, was sie sagt. Nee, 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 nee. Ah, ah. Habe ich mir schon gedacht. Ja, ja. Ja, so, sie sieht jetzt das Wasser, sie sieht Licht. So, gehen wir weiter. Vicky, jawohl. Genau. So. Komm. Huschi, huschi. Jawohl. Oh, ist so fein. Hin. So, weiter geht's. Süße. Hopp. Schau mal. Komm mal her. Komm mal her. So, da ist ein Schlauch auf der Erde. Nein. Komm. Fein. Super. Nee, nee. Komm. Muss ich mal hier ein bisschen Schau. Aufpassen. Das ist ja toll. Alles gut. Super. Bleib schön stehen. Mach mal nichts. Bleib mal da ruhig stehen, Vicky. So. So. Schau. Fein. Brrr. Oh lala. Guck mal, jetzt kannst du hingehen, aber vorsichtig. Also ich würde sagen, das sind denn wirklich Reaktionen. Das ist denn wirklich auch schwer zu sitzen. Also das kommt ja so kraftvoll und so spontan. Der ungefährlichste vierbeinige Freund des Reiters. Bleibt eben immer noch das Bett. Klasse, klasse, klasse. Mal gucken, ich mach mich wieder drauf gefasst. Fein. Super. Kannst sie auch ruhig streicheln. Dann musst du ihr jetzt gar nichts geben. Ne, weil sie hat ja was. Und dann komme ich einfach jetzt noch mal von der anderen Seite, wenn ich da heile lang komme. So, jetzt wird sie spannig, jetzt nimmt sie nichts mehr wahr, wenn sie an dir vorbeigeht, nichts geben. So, ist schön, klasse. Nee, 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 nee. Was the stars guiding me to God's shores now? Was the devil set me drifting once more? Will these clouds ever lift and the map again reveal? At this point, sagt, dass die Kori
ganz viel Training brauche, also auch wirklich Ausdauertraining. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ihre Umwelt gar nicht so richtig wahrnimmt und dann, wenn sie mal guckt, sich dann erschreckt. So, ich komme mal zu dir. Geh nicht direkt auf die, falls sie darüber springt. Okay. Das springt mega rüber. Ganz toll. Also wirklich. So, wage ich es jetzt mit dir, das schmale Stück zu gehen? Da haben wir beide nicht so viel Platz, ne? Das ist dir schon klar. Ja. So, und das sind alles so Dinge, wir wissen gar nicht, was die vorher waren, wenn die in diesem Führring sind. Oder was passiert, bevor das Rennen losgeht. Weil ich komme mir gerade so vor, als wenn sie sich an irgendwas erinnert. Sie baut sich hier auf, sie will eigentlich los. Fein. Sieht nichts links, sieht nichts rechts. Fein machst du das. Klasse. Ja, bleib bei mir. Upp. Gut gemacht. Super. Pass auf, dass du nicht neben mir gehst, wenn sie umdreht, dass sie dich nicht platt macht. Geh entweder vor ihr. Genau, schön vor ihr. So, ist es fein. Das ist nicht gerade einfach, vor ihr zu laufen. Ja, die ist hat einen ganz schönen Schritt, ne? Boah. Mensch, was bist du also für eine Feine? Gebraucht. So eine tolle. Und halt. Und halt. Sehr gut gemacht. Donnerwetter, toll. Was meinst du, wie hübsch du aussiehst, wenn du eingeflochten bist, eine schöne weiße Decke drauf hast, einbandagiert und dann morgen schön Training machst? Cori ist das wahrscheinlich relativ egal. Aber die meisten Besitzer freuen sich doch sehr über diese wertschätzende Geste, wenn man sein Pferd schicker wieder vorgeführt bekommt, als dieses übergeben wurde. So, komm her, Süße. Jetzt habe ich mir diese beiden Taschen voller Möhren gestopft. Bei der Wasserpumpe dachte ich noch, oh Gott, die gehen ja schon vorher voll weg. Dann habe ich ja gar keine mehr für die Runde. Jetzt habe ich immer noch zwei volle Taschen, ne? Weil sie das gar nicht mehr mitgekriegt hat, dass ich da stehe. Die guckt nicht links und nicht rechts. Aber beim Rennen darf man auch nicht so auf Zuschauer gucken und überall stehen bleiben. Erschrecker? Ist sie total geil. Ja, auch über die Matratze noch nicht mal geguckt. Ja. Und wie es im Fall Cori weitergeht, seht ihr im zweiten Teil. Wer den Kanal kostenlos abonniert und auch die Glocke aktiviert hat, wird benachrichtigt, sobald der Film veröffentlicht wurde. Für ganz Ungeduldige stehen neue Videos schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Hier kann man viele Fallbeispiele auch in der Uncut-Version sehen und für Kommentare unter den Videos auch die Eicheneck-Emoji-Pferde verwenden. Wir wünschen euch viel Spaß und auf bald. Euer Hofeicheneck-Team.